Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Wie man vielleicht hier so ein bisschen an meinem Inventar sehen kann, habe ich ein bisschen wieder an der Farm umgebastelt. Allerdings nicht offscreen ohne euch. Nein, das habe ich im Livestream tatsächlich gemacht. Auf Twitch, da haben wir gemeinsam ein bisschen an der Farm rumgebastelt, haben uns ein bisschen drüber aufgeregt, dass nicht alles immer so unbedingt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber wir gucken mal, ne? Es ist halt nicht immer so leicht. Mir wurde auch gesagt, dass anscheinend der kleine Sascha nicht größer werden wird. Da wird dieses Stadium, was er jetzt momentan hat, nicht überschreiten. Ich habe jetzt gerade schon so einen kleinen Sneak Peek gemacht hier, so können wir schon mal gucken, ne, was ich jetzt hier schon gemacht habe. Wir haben nämlich jetzt den mittleren Teil ein bisschen ausgebaut. Er ist noch nicht ganz fertig. Das werde ich wahrscheinlich dann in einem anderen Livestream machen. Heute am Montag werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen streamen. Ich denke mal, ich werde da eventuell auch wieder Story of Season spielen. Heute Abend. Könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. So, auf jeden Fall. So, wir kümmern uns erstmal um die Tierchen. Dann gucke ich mir mit euch gemeinsam mal an, was ich da jetzt alles Neues gebastelt habe und was ich als nächstes vorhabe. Und ich bin nochmal durchgegangen im Wiki, was die Leute noch alles so für Events haben. Bei einigen Events bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher, ob ich die noch, ob ich die schon hatte oder nicht, weil teilweise die Beschreibung der Events sehr nichtssagend waren. Ich probiere einfach mal, vielleicht schon nochmal das eine oder andere Bewohner-Event in der Stadt zu triggern. Und was ich auch mitbekommen habe, das habt ihr mir auch im Livestream erzählt, leider wird es auch keine weiteren Events anscheinend mehr mit Sascha geben. Okay, finde ich ein bisschen schade. Also der erste Geburtstag und das war's. Und halt eben dieser Dankesbrief. Der kleine Sascha wird nicht weiter wachsen, wird nie von uns Geschenke erhalten können. Wir werden uns mit ihm quasi nicht anfreunden können. Es wird keine anderen Interaktionen noch geben oder so. Irgendwie halt rein gar nichts. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie schade. Das ist so kümmerlich behandelt wurde, sag ich mal. Gut für mich, denn ich habe ja auch die Hochzeit und das Kinderkriegen wie im echten Leben soweit es geht vor mir hergeschoben. Und deswegen verpassen wir da jetzt anscheinend eh nicht so viel. Ich gucke mal ganz kurz, mein ganzes Inventar ist voll. Hier schon eine Pflanze in Alpaka-Form habe ich hier schon bereit gemacht und so, ne? Mal gucken. So, da schauen wir uns erstmal jetzt. Ich verkaufe hier noch ein bisschen was, was gerade so ein bisschen über ist. Ob ich auch mal schneller drauf verzichten kann. So. Ja, zum Beispiel die Armbanduhr, die brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Was ich mit einem riesen Strickgarn fertiger mache, weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Egal. Wir gucken jetzt erstmal gemeinsam, was ich jetzt alles da noch auf dem zweiten Farmgebiet habe. So. Das Problem ist hier, ich habe überlegt, dass ich vielleicht hier noch irgendwie eine Bank hin. Stelle, ich weiß nicht, was ich hinstellen soll. Ich habe hier halt eben nur so zwei Felder. Und das sieht halt eben so super doof aus. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich lasse das hier einfach so ein bisschen verwildern. So eine kleine Wildwuchsecke. Man kann halt eben auch hier die ganzen Ränder hier, kann man halt eben auch nicht bebauen oder so. Das wird alles jetzt immer stark bewachsen bleiben. Damit müssen wir jetzt leben. Ich habe jetzt hier halt eben ganz viele neue Wege gemacht. Ich habe die ganzen Erzfertiger weggebaut. Wir haben ja dafür hier die beiden, die reichen. Ja, auch hier, ne, ich habe jetzt hier unten den Pulver und den Gewürzfertiger hingetan und dafür auch ganz viele von den Setzlingsfertigern weggemacht. Also die Setzlingsfertiger sind auch wichtig, denn ein paar Pfirsichbäume möchte ich nämlich pflanzen und zwar hier so dazwischen. Dass wir so eine kleine Allee haben, die habe ich auch überall. Genau. So kleine Bänke hingesetzt und da können jetzt hier quasi dann immer dann die ganzen kleinen Bäumchen hin und hier wird es halt eben wieder ein bisschen verwilderter. Muss ich mal gucken, ob mir dazu noch was Besseres einfällt. Hier bei den Riesensamenfertiger wusste ich gar nicht, wo ich sonst damit hin soll, sag ich mal. Das Problem ist nämlich, ich kann den nicht weiter nach hier setzen. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind hier teilweise doch schon etwas limitierter, möchte ich mal sagen. Ist ein bisschen doof. Müssen wir mal schauen. Vielleicht setze ich auch hier unten. Nee, setze ich lieber. Ja, ist jetzt hier halt so. Ich habe hier jetzt auch
Das sieht auch ein bisschen doof aus, das bin ich mir bewusst, aber ich wusste halt nicht, wie ich es anders machen soll. Hier ist den Weg hingebaut, weil hier sehr häufig Bäume gewachsen sind und dann kann ich hier nicht draußen reingehen. Das ist halt doof, deswegen kam das hier. Hier oben, das habe ich hier eigentlich unverändert gelassen. Da ist jetzt nicht so viel passiert hier in dem Bereich. Hier habe ich jetzt den Zaun weggemacht, habe dafür eine Vogelscheuche hingestellt, hier so rumgezäunt. Geh mal weg, dicker Bär. Ja, das hier hatten wir das letzte Mal ja schon. Ja. Und hier habe ich auch ein bisschen umgeräumt. Hier habe ich alles ein bisschen nach oben geschoben. Hier muss ich noch gucken, wie ich das mache. Das hier ist ja hier leicht versetzt. Theoretisch könnte ich die Dinger hier eins nach oben setzen. Aber die sind halt eben so gerammelte voll. Das wird dann super nervig mit den Aus- und Einräumen. Das werden wir wahrscheinlich dann auch im Livestream machen, dass ich die vielleicht hier eins nach oben tue. Könnte ich theoretisch auch schon hier hochsetzen alles um eins. Dann ist das hier alles auch nochmal noch ein Rück weiter nach oben. Da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Da würde ich nämlich jetzt hier zum Beispiel dann das Alpaka-Ding hinsetzen. Hier ist auch noch zweimal Platz. Kann ich gerade spontan vielleicht? Nee, hier habe ich gerade nicht. Ja, hier habe ich nämlich zwei Platz. Da würde ich nämlich hier unten noch eine Bank hinsetzen, dass man hier so aufs Meer gucken kann. Hier noch mit dem Alpaka noch irgendwie alles ein bisschen schön machen, wenn das hier alles noch oben ist und noch den Weg unten lang, dann ist das hier unten auch so weit gestaltet. Und hier, der Streifen hier wird ein bisschen wild. Das hier oben, das können wir auch so ein bisschen wild lassen, dass hier inzwischen doch aber mal noch so ein bisschen ein Baum wächst und so. Das ist ganz okay. Oder wir setzen da einfach auch, ich kann auch mal hier hinten gucken, gerade so bei einzelnen Sachen bietet sich da vielleicht auch noch an, da statt einer Laterne den Baum hinzustellen. Ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit. So, gut, dann habe ich das mal ganz kurz überrissen euch gezeigt. Bin soweit ganz zufrieden. Hier halt eben, das Doofe ist halt, man kann, hier wächst halt immer Unkraut und das möchte ich nicht. Das nervt mich. Das ist nicht okay. Ich könnte höchstens mal gucken, dass das ein bisschen schicker aussieht, dass ich hier einen Tor mal hinbaue. Ich arbeite nämlich irgendwie gar nicht mit Toren. Gibt's ja auch. Also, nicht diese kleinen Tore, sondern diese großen Bögen, meine ich damit. Die waren doch hier irgendwo. Finde ich gerade nicht. Sie existieren auf jeden Fall, ich schwöre. Nope. Bin ich gerade blind? Entschuldigt mich gerade ganz kurz. Ich muss mal jetzt hier hören. Ich sehe es nicht. Da ist eins. Entschuldigung, ich knall gerade voll gegen das Mikro. Hier ist zum Beispiel das Eingangstor. Das ist aber jetzt hier mit Steinziegeln. Ich glaube, es gab noch andere von der Sorte. Man kann leider halt eben auch nichts sortieren oder irgendwie kategorisieren. Das ist hier irgendwie, also das ist so ein bisschen sehr durcheinander. Da könnten wir vielleicht hier unten noch so ein Tor hinsetzen oder hier eins. Ein bisschen auflockern. Gucke ich mal dann im Livestream, ob man da noch was machen kann. Gut. Hier oben ist es ja weitestgehend ja auch schon fertig. Das hier hinten wollte ich ja so ein bisschen verwildert lassen, weil halt eben auch hier die selteneren Gräser und Bäume wachsen. Da dachte ich mir, das wäre ganz gut, wenn ich das so lasse. Theoretisch könnte ich hier auch statt Holz jetzt auch einen Steinweg hinmachen. Genau. Ziegelweg wollte ich ja auch noch verlegen, wie gesagt. Dann möchte ich gerne hier so durch und dann hier hoch, dass man dann den Ziegelweg bis zum Mineneingang folgen kann, durch den Wald hindurch. Dass das hier alles Wald ist, das ist halt eben auch noch was. Wie gesagt, Zeug für einen Livestream, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so interessiert, wenn ich das hier während des Let's Plays mache. Ja, und was ich jetzt eh noch hier mit den ganzen Pilzen mache, ob ich die Pilzform jetzt hier so lasse oder wenigstens hier noch so ein bisschen einzäune, noch so einen zweiten Weg. Vielleicht zäune ich die eine, mache noch so einen zweiten Weg hin. So von hier, dass man dann von hier aus dann so rüber kann. So einen kleinen verborgenen Weg, mehr oder weniger. Das ist vielleicht eine Idee. Muss ich auch gucken, dass dann nicht zwischen den... Die Ziegel möchte ich auch so versetzt so leicht machen. Dass es kein richtiger geziegelter Weg ist, sondern dass das so ein bisschen alt und abgebraucht aussieht. Dann eben hier und da mal so eine einzelne Platte auf dem Boden. Und dann muss ich halt eben gucken, dass da jetzt nicht ausgerechnet auch Bäume wachsen. Muss schon mal schauen. Gut, das würde ich schon mal ganz kurz zeigen. Nochmal so ganz kurz umrissen. Gut. Oh Gott, es ist schon spät. Das habe ich euch jetzt hier so viel gezeigt, liebe Freunde der Sonne. Ich gucke jetzt kurz auf die Uhrzeit. Ich denke mal, ich gucke nochmal ganz kurz, da, ob der Reisegnom da ist. Eine weitere Baustelle. Und ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ne? Ich habe jetzt nochmal bei allen Leuten, wie gesagt, durchgeguckt.
was es noch für Events gibt und so. Oh ja, oh, der hat uns viel mitgegeben. Sogar eine Höhlenperle. Das ist aber sehr nett von ihm. Hier sitzt. Oh, guck mal, wir haben sogar schon fast Stufe 9. Oh mein Gott. Das dauert so ewig. Gut, alles klar. Ja. Dann gucken wir mal, ich denke mal, das ein oder andere Event werden wir in der Stadt noch triggern können. Also ich habe jetzt hier, ich bin mir bei einigen nicht sicher, ob wir die hatten. Ich habe jetzt hier, ich gehe jetzt eh gleich schlafen, weil es ist schon zu spät. Die meisten Events kriegt man nur so ab 8 Uhr tagsüber und es geht hier schon auf Abend zu. Ich kann dann ganz kurz mal durchgehen, was ich jetzt hier alles gespeichert habe. Ja, komm, ich mach mal rein, so. Ich habe jetzt hier bei Charakteren, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da schon alle Events hatte. Bei Nil ist hier gerade einfach random, so. Carina, Manuela, Marcos, Miseki, Norman, Gloria, Jason und John. Bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich da alle Events jetzt schon hatte. Das ist teilweise so belanglos, manchmal auch einfach nur, ich habe hier gerade von Carina die Seite offen. Rina und Carina talk about Carinas recent visit to the city for a movie. Also da reden die, ich habe wieder auf einer englischsprachigen Seite, da redet halt eben Rina und Carina kurz darüber, dass Carina in der Stadt war, um sich eine Filmvorstellung anzugucken. Was halt eben relativ kurz und soweit auch unspektakulär ist. Und da vergisst man das auch öfters mal eher, ob man das schon mal gesehen hat. Und dann gibt es auch wieder so Sachen, zum Beispiel, dass ich jetzt der kleinen Jessie beigebracht habe, wie man, ich verwechsel immer Jessie und Cindy, der kleinen Jessie beigebracht habe, meine, oh Gott, meine Wachteln wieder, I'm sorry, beigebracht habe, wie man eine Kuh melkt, das Sachen denke ich eher, oder dass ich mit Cindy, ah nee, Cindy ist die Kleine, dass ich Cindy beigebracht habe, wie man eine Kuh melkt, oder dass ich mit Jessie halt eben im Café war und sie sich gefreut hat, wie cool das aussieht, wie auf den Fotos in dem Magazin und so. Und das sind so Sachen, wo man mit jemandem weggeht oder mit Tieren und so. Daran erinnere ich mich eher an diese Events. Da weiß ich, okay, da, mit der Person habe ich jetzt alle Events gesehen und das ist für mich abgehakt. Aber bei ein paar bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal. Ich muss eh warten, bis es um 8 ist, weil die meisten Sachen werden erst ab 8 Uhr getriggert tatsächlich. Meistens aber von 8 bis um 6. Nachmittags. Und Wetter ist meistens auch egal. Dann gehen wir da gleich mal rein und gucken, ob wir vielleicht irgendwo reinstolpern. Oder zum Beispiel auch, auch sehr ein süßes Event, mit Beth, dass sie sich über ihr Zimmer bei Jason beschwert und dann die krasse Piraten-Suite bekommen sollte und so. Das fand ich sehr lustig. Daran habe ich mich auch erinnert. Das war quasi, das hatte eben immer noch mal so ein 10-Herz-Event mit jedem. So ein kleines. So. Wie gesagt, ich finde es nach wie vor schade, dass es keine richtigen weiteren Events mit meiner Familie gibt. Ich dachte irgendwie, dass wir noch irgendwie sowas wie einen kleinen Ausflugstag machen oder mal picknicken gehen oder so, dass da irgendwie noch mal irgendwas passiert. Aber irgendwie hatten da die Spielentwickler keinen Bock mehr für. Und bei den Erweiterungen, bei DLC ist nichts dabei, bei den neuen Inhalten war auch nichts dabei. Also irgendwie haben die Entwickler da auch nichts Neues mehr dazu gemacht. Mal sehen, ne? Viele haben auch geschrieben, ich habe jetzt auch neulich, gestern war das sogar, ein neues Video hochgeladen. Da ging es darum, warum die Harvest Moon-Reihe so schlecht geworden ist und was Story of Seasons damit zu tun hat. Da habe ich die ganzen Zusammenhänge der beiden Reihen mal erklärt. Und da meinen einiger halt eben auch, dass sie so ein bisschen von dem Spiel enttäuscht sind. Und immer noch ein sehr großer Kritikpunkt ist tatsächlich, dass es diese Artworks bei den Dialogen nicht mehr gibt. Die vermissen sehr viele. Das finde ich krass. Also jetzt durch die neue Kamera, durch diese Kameraeinstellung beim Reden, finde ich das eigentlich jetzt nicht mal so schlimm. Aber viele stören sich da immer noch sehr stark dran. Ja, wurde sehr viel kritisiert, dass das Spiel jetzt auch nicht mal so gut sein soll. Was ich eigentlich damit sagen möchte, im Livestream wurde mir auch gesagt, deswegen sage ich das nur unter vorgehaltener Hand, dass das hier ein anderes Entwicklerteam innerhalb der Firma gemacht hat. Ich denke mal, die anderen werden, also die Originalentwickler werden vielleicht an Friends of Mineral Town gearbeitet haben und derweil haben die anderen Entwickler parallel hier an dem neuen, richtigen Teil gearbeitet, weil Friends of Mineral Town ist ja nichts weiter als ein Remake. Und das kann sein, dass das so war. Hm. Okay. Was? Baptiste? Baptiste. Okay. So, wir haben es 8 Uhr. Ich gehe mal in einige Läden rein, in der Hoffnung, dass ich hier noch was triggern kann.
Oha, funktioniert. Da haben wir jetzt unser letztes Event mit Norman. Das ging ja einfach. Oh, Hallöchen, wie läuft es mit dem Hof? Scheint anstrengend. Jede Jahreszeit erntest du andere Pflanzen und ständig legst du dir mehr Vieh zu. Du hast bestimmt auch viele Felder. Aber dank großartiger Menschen wie dir laufen Läden wie meiner hervorragend und können eine große Auswahl an Produkten anbieten. Doch wenn man einen Lebensmittelladen schon so lange führt wie ich, bemerkt man leider, dass manche Produkte sich einfach nicht verkaufen. Und das ist wirklich schade, dabei handelt es sich um qualitativ hochwertige Ware, aber kaum jemand kauft sie. Oh no. Kommen Sie nur. Oh, oh Laura. Ach, du bist das ja nur. Ah, willkommen zurück. Hey. Oh, hör mal, ich habe ein paar Flyer gemacht. Ich kann die doch hier hinlegen, oder? Wofür sind die? Tada! Da steht Rezepte drauf, für die man unsere Zutaten verwenden kann. Ich habe sogar ein paar Zeichnungen dafür gemacht. Oho! Ach, ich habe... Eigentlich blende ich aber meine Cam aus in den Events. Ich habe mich an den trendigen Rezepten in Zeitschriften orientiert und sogar Kalorien, Nährwert und Zubereitungszeit vermerkt. Oh, das ist ja fantastisch. Ich habe Miseki auch um Hilfe gebeten. Die Gerichte schmecken also garantiert gut. Oh, also, du hast die nur für unseren Laden gemacht? Natürlich. Du hast dich doch die ganze Zeit darüber beschwert, dass manche Sachen nicht gekauft werden. Wenn unsere Kunden die entsprechenden Rezepte haben, werden sie auch mit Zutaten, die sie sonst nicht kaufen, experimentieren wollen. Danke, Laura. Ach, du hast absolut recht. Cool. Sag mir dann, wie sie bei den Kunden ankommen. Bis später. Ach, Laura, das ist echt eine super Idee, finde ich. Ach, sie ist eine so großartige junge Frau geworden. Oh, da wird er ganz nostalgisch, der Gute. Oh mein Gott. Ah, Norman, du bist so ein Süßer. Oh, Kinder halten einen auf Trab, aber das ist eben Teil der Familienpackung. Ja, das stimmt schon. Das stimmt, lieber Norman. So, ich bin mir auch nicht sicher, weil ich dächte, dass ich eigentlich hier noch ein Event gehabt hätte im Museum, aber anscheinend nicht. Das hatte ich anscheinend schon. Habe ich anscheinend wieder vergessen. War vermutlich eine der 10.000 verschiedenen Vorstellungen. Okay, heute ist ja eh Donnerstag, ne? Da ist eh kein Lümmeli hier. Na gut. Okay, ich denke aber, das war's für die heutige Folge auch schon. Ich habe ein bisschen gezeigt, was ich gemacht habe. Wir haben ein bisschen mit Norman geplaudert und ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal ein paar weitere Events sehen. Somit kann ich jetzt auch mal Norman von der Liste streichen und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye!